Hallo, ich bin die Franziska. Ich studiere Maschinenbau und bin hier bei der Firma EMZ im Team FB als Werkstudentin tätig. Im Grunde ist das Team FB zuständig für die Montage und das Montagekonzept der EMZ-Produkte. Und dafür sind einige Dokumente erforderlich, Arbeitsplatzerweisungen, Dokumentationen, die ich zum einen erstelle und zum anderen erstelle ich Konstruktionen mit Inventor, das sind abgepackte kleine Projekte, Vorrichtungen oder weitere Bauteile. Hier in meiner Hand halte ich gerade einen Mikroschalter. Und bei dem war das Problem, dass im Inneren Maße oder Toleranzen waren, die wir kontrollieren mussten. Nur konnten wir ganz schlecht zum Messen hin. Deswegen war die Idee, das Bauteil im zusammengebauten Zustand aufzuschneiden und die Kontakte, die im Inneren verbaut sind, loszulösen und die Loslösekraft zu ermitteln. Dafür habe ich zwei Vorrichtungen gebaut. Zum einen den Schneidstempel, der die Seite abtrennt, und eine weitere, die es ermöglicht, das Bauteil zu positionieren und gezielt die Kontaktstifte loszulösen und die Kraft zu ermitteln bzw. auch zu notieren. Für mich wichtige Erfahrungen sind zum Beispiel das Arbeiten im Team oder auch innerbetriebliche Abläufe, die ich zuvor nicht kannte. Und mit den Informationen kann ich zurück ins Studium gehen und mich gezielt fürs Berufsleben vorbereiten. An EMZ gefällt mir sehr gut der Standort hier in Nappur, der ist in meiner Heimat, aber ich bekomme trotzdem was mit von Mexiko oder Tschechien und sammle so internationale Erfahrungen. Und zum anderen, die EMZ-Produkte sind auch sehr interessant, das sind kleine Verriegelungen mit einem Haufen Know-how innen drin und weiterhin auch gerade für mich als Werkstudentin die flexible Arbeitszeit, das kann ich super kombinieren mit meinem Studium. Bei meiner Company denke ich an familiäre Atmosphäre, super Arbeitsklima und interessante Aufgaben. Ja.